Ein Gespräch kann Uta Hader mit dem Telefon nicht annehmen. Dafür ist es aber auch nicht gedacht. Denn über die Ohrmuschel erzählt ein ehemaliger Bergbauarbeiter über das Leben unter Tage. Diese und andere Gegenstände, die in Großalmerode und Umgebung im Einsatz waren, sind im Glas- und Keramikmuseum ausgestellt. Die jahrhundertealte Geschichte der Tonstadt, die eng mit der Töpferei, Ziegelei und der Glasherstellung verbunden ist, wird hier wieder lebendig. Seit den 70er Jahren haben Mitarbeiter des Geschichtsvereins Gläser, Krüge und Ziegel gesammelt, die nun Hans-Jürgen Schneider, neuer Leiter des Museums, den Besuchern erklärt und zeigt. Vor allem der Hafenton kennzeichnet die Produkte der Stadt, die in über 500 Jahren in Großalmerode hergestellt wurden. Und jeder Raum ist einem Schwerpunkt zugeordnet, von der Künstlerkeramik über die Schmelztiegel bis zu Haushaltswaren. Die Werkstatt ist dabei einer Fabrik nachempfunden, die bis in die 80er Jahre in Ebterode Schmelztiegel produziert hat. Inklusive kleiner Details, mit denen es sich in den nassen und kalten Räumen besser aushalten ließ. Auf zwei Etagen verteilt sich das multimediale Museum, das ab April wieder jeden Sonntag geöffnet hat. Gruppenführungen sind jederzeit möglich.